Hi. Oh, du siehst schon hotter aus als das Zähneputzvieh. Hi. Man nennt mich Husbando. Hallo, Husbando. Hast du viel Hass? Willkommen zurück, mein Gebieter. Ich find's toll, dass Gira ihm einfach fei ist. Bitte was? Ja. Es ist nicht mehr jugendfrei. Ja, stylisch. Ich find's trotzdem toll, dass die Reim einfach eine dunkle Pfeil ist. Na, ein mehr dunkel? Es ist egal. Ja, zumindest ist Gira ihm jetzt in seinem Schwert drin. Ja. Pfeil ist mein Schwert und du hast Gira ihm als Schwert. Ist Gira ihm jetzt eigentlich weiblich in dem Sinne? Denn wir sind männlich und wenn das der Counterpart ist, dann müsste das ja eigentlich müsste Gira ihm weiblich sein. Was vielleicht die Fetische erklären könnte. Aber ich weiß es nicht. Genug geschwafelt. Ja, richtig. Schwert gegen Schwert, oder? Wer hat den längsten? Gefällt mir. Du bist also der Kämpfer der Götter. Und... wie erbärmlich. Um mich zu vernichten, hast du dich in einen Menschen gemacht? Zu einem Menschen gemacht? Was ist nur aus dir geworden, Hylia? Du warst einst nobel und tapfer. Na dann, bye-bye! Ja! Zelda! Ich komme, da! Ich hab sie, ich bring jetzt! Der Protagonist ist denn jetzt da! Bardo, haha! Danke, Bardo. Du bist der Beste. Chef, ich kümmere mich um Zelda. Ja, natürlich. Jetzt, wo sie gerade erschöpft ist nach ihrem Höhepunkt, solltest du dich um sie kümmern. Ich will nicht wissen, was du tust. Aber okay, Bardo. Sie gehört dir. Ich wollte eh nichts von ihr. Ich hab Pika. Du und dieser andere Mensch, ihr wollt der Göttin also beistehen? Wie amüsant. Die Menschen, die ich kannte, waren jämmerliche Gestalten, die vor Angst nur heulen und winseln konnten. Ich auch. Keiner von ihnen hat auch nur versucht, sich mir zu widersetzen. Sie haben sich nur hinter ihrer Göttin versteckt, diese Feiglinge. Ja. Das ist schon groß. Danke, das sagen sie alle. Wirklich interessant, dass es nun ausgerechnet Menschen wagen, sich mir in den Weg zu stellen. So sei es denn. Wenn du den Mut wirklich aufbringst. Ich habe auch noch Weisheit und Kraft. Ja. Kämpfen wir an einem Ort, an dem uns niemand stören kann, okay? Alleine, wir beide, mit unseren Schwertern. Ich verstehe. Diese Action gefällt mir. Yaoi. Perfekt. Ja, Mann, Cheffe! Hört zu, ich sollte etwas vom Mütterchen ausrichten! Auch wenn dieser Kerl Zeldas Seele in sich aufgenommen hat, dauert die vollständige Verschmelzung noch einige Zeit. Ich habe also Zeitdruck? Majora's Mask! Also wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, bevor die Verschmelzung abgeschlossen ist? Tja, dann ich bitte dich. Ich will Zelda schon gerne wieder haben. So eine leere Höhle ist nicht das, was ich mir vorstelle. Du kannst es schaffen. Wenn jemand Zelda noch retten kann, dann bist es du. Nicht ich, aber ich bin der Retter halt von ihr. Aber du schaffst es. Ja, was auch immer, Bardo. Du schaust ziemlich ernst. Ja. Können wir es einfach zu Ende bringen? Ich habe noch ein Herz dran, also vielleicht könnte ich den Kampf ohne Game Over schaffen. Girahim war einfach einfach Kacke. Sagen wir es einfach so. Nicht Girahim selbst, sondern... Halt die Klappe, flieh, wenn dir dein Leben etwas bedeutet. Verbringe die wenigen Tage, bis die Welt endgültig mein ist, in Verzweiflung und erwarte das Ende. Ich bin nicht ein Danganronpa, aber auch okay. Doch wenn du dein Leben als sinnlose Geste des Widerstands wegwerfen möchtest, dann werde ich auf dich warten. Ich meine, wenn ich so oder so sterbe, dann kämpfe ich, oder? Mach dir keine Sorgen um Zelda, meine Haare passen auf sie auf. Ich find's cool, wie Bardos Charakterentwicklung ist echt gut in dem Spiel. Geliebter, ich bin immer bei dir. Nein, bitte nicht. Geliebter,
viel Glück. Nein, bitte nicht. Aber Gerahim hat das auch mit seinen... Nein, Gerahim und der Todbringer haben andere Dinge gemacht, die wir besser nicht tun werden. Okay, danke. Reicht schon, wenn du mich Geliebter nennst. Du hast heiße Haare. Du bist wirklich gekommen. Du scheinst es tatsächlich ernst zu meinen, Menschlein. Ich hasse die Götter. Endlich habe ich meine Kraft zurück. Ja, ich mag Zelda auch nicht. Ich werde dich zermalmen. Wir können Zelda beide vernichten. Sei so gut und stirb nicht sofort, ja? Ein bisschen spielen will ich schon. Ja, bei deinen heißen Haaren. Ich werde jeden, der es wagt, die Hand gegen mich zu erheben, auslöschen. Verständlich. Mach das, mach das. Die Welt gehört dir. Let's go! Evoli! Wenn du mir eine gute Waifu geben solltest, dann bin ich dabei. Hi, Todbringer! Was ist gerade passiert? Vieles passiert. Aber du leidest. Wenn ich sein Herz... Wow, das sah so lächerlich aus. Es war perfekt. Yo, Mann. Ah, Gewitter. Ein Donnerschwert, ehrlich? Ja, ehrlich. Was? Hätte ich das nicht sofort herausfinden können? Der ist noch nicht tot. Der arme Gerahim auf in den Boden gestoßen. Hä? Ich bin wütend. Siehst du das? Wütend. Du klingst nicht wütend, ein Menschlein. Besiegt von einem Menschlein. Ich glaube nicht, dass du besiegt bist. Nicht vorbei. Es wäre schon sehr einfach, wenn es jetzt schon vorbei wäre, oder? Mein Hass, meine Dämonen. Beides wird ewig bestehen. Boah, ich meine, du kehrst als Gendendorf wahrscheinlich zurück. Es wird nie aufhören. Es gibt wirklich keine weitere Phase? Ihr beide, mit dem Blut der Göttin und dem Mut des Helden. Ihr sollt für alle Zeiten verflucht sein. Das war's wirklich? Ich habe jetzt echt noch mit einer Phase gerechnet. Mein Fangschuss hat ihn getötet. Er ist nicht wie Gerahim. Wieso ist Gerahim der OP-ste von allen? Mit der Kraft von Fei verbanne ich die Finsternis und Fei und Gerahim kommen endlich zusammen. Bin back. Hi. Bin ich aus meinem Albtraum erwacht? Du hast das längere Schwert gezogen. Gut gemacht, Cheffe. Ich stehe immer noch auf dich. Auch wenn ich die Dominante in unserer Beziehung wäre. Achso. Ja, aber... Danke, Cheffe. Du musst mir von allem erzählen, was dir passiert ist. Es ist vorbei. Also wirklich vorbei. Deine Geschichte, sie wird in die Bücher, in die Geschichte eingehen und ich... Es sind so viele Tränen auf einmal. Es ist unrealistisch. Nicht übel, ihr beiden. Danke, dass ihr euren bescheidenen Beitrag zur Legende des Helden Bardo geleistet habt. The Legend of Bardo. Ich sag gerade, er kriegt ein Spin-off. War nur ein Witz. Ich liebe ihn. Er ist toll. Er ist der beste Charakter des Spiels. Das Mütterchen hat sich Sorgen um euch beide gemacht. Wir müssen schnell zurück, damit sie sieht, dass es euch gut geht. Ja, klar. Ja, Fei. Geliebter, ich muss dir etwas sagen. Du verlässt mich, bitte. Bitte? Meine Bestimmung, dich zu führen, hat sich nun erfüllt. Du hast mir kein Stück geholfen manchmal. Also jedes Mal, wenn ich dich was gefragt habe, ist es keine Ahnung. Oh, wusstest du schon, dass Zelda entführt worden ist? Wusstest du schon, dass Zelda nicht hier ist? Ja? Das bedeutet, Geliebter, hier trennen sich unsere Wege. Das ist ein Grund zu feiern, weißt du das? Tu es. Das ist dein erstes Mal, oder? Ja, nur dass das Ding, wo ich es reinstecke, nicht menschlich ist? Nicht lebendig? Naja, her! Ja. Cool. Hi. Wieso existierst du noch? Nun, da unsere Reise ihr Ende gefunden hat und ich mich wieder im Masterschwert zur Ruhe begeben muss, beginne ich etwas zu spüren. Ihr Menschen nennt dieses Gefühl Freude. Ja, es sei nicht Liebe. Ja, du hast recht, Geliebter. Danke! Mein Geliebter. Danke! Chef. Ja, du kannst zumindest mal Danke sagen. Vielleicht werden sich unsere Seelen irgendwann erneut begegnen. Bitte nicht. Das war's. Schöner Abschied. Bye, bye.
Ich weiß, dass du an meinen Chef willst, aber bitte, Impa, du musst mit uns kommen. Ich mag dich sehr. Wir Sheikah sind stolz darauf, dass die Göttin uns dafür auserwählt hat. Stimmt doch gar nicht, lüg nicht. Baka! Baka! Wir werden uns wiedersehen. Ganz bestimmt. Was? Sie hat das Ding? Oh nein, sie ist Impa? Plotwist? Wer hätte das nur gedacht? Seht ihr? Ich habe doch gesagt, wir würden uns wiedersehen. Ja, wir heiraten. Was? What you say? That you only meant well. Das. Okay, meinetwegen. Sie ist gestorben. Was? Was? Ja, das Alter halt. Wir haben die Welt gerettet. Also eigentlich ich, ihr beide habt eigentlich nichts gemacht. Du hast, Zelda hat irgendwas versiegelt, was nichts gebracht hat. Und Bardo, ja gut, Bardo hat schon viel erreicht. Bardo hat den Verbannten gut aufgehalten. Bardo ist ein Held. Die Legende des Bardos, sie beginnt bald. Hoffentlich. Und was ist jetzt mit Pika? Yeah! Bardo! Bardo! Ja, ich hab das alles erlebt. Oh, boah, Vögel! Vögel, Insekten. Danke, Cheffe, dass du für mich spielst. Mein Sklave. Ich möchte zu Pika. Ich möchte zu Pika. Ich möchte zu Pikachu. Ist anders. Bye, bye. Bye, bye. Ich bin eure Göttin. Nein, Bardo, verlass mich nicht. Ich dachte, ich kann was mit dir anfangen. Ich wollte immer hierher kommen. Ich weiß. Den Wind auf meiner Haut spüren. Ich glaube, oben gibt's auch Wind. Hast du schon mal einen Tornado da oben gesehen? Die fliegen nicht, lassen nicht wegfliegen, so stark ist der Wind. Cheffe, was wirst du nun tun? Verlassen, ich verlasse dich. Tschüss. Nein, Plotz! Nein! Nimm mich mit! Roter, nein! Pikachu! Ende. Dieses Spiel ist vorbei. Ich bin etwas froh. Einfach nur, weil dieser Rage bei der Bewegungssteuerung mich gerade unglaublich einfach nur gezeigt hat, ich will das Spiel jetzt beenden. Ich hab keinen Bock mehr.